Ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals sagen werde, aber Action-Make-up könnte für uns eine großartige Alternative zu sehr günstigem Make-up aus der Drogerie sein. Freunde, ich bin wieder da. Ich war diese Woche so häufig im Action wie im gesamten letzten Jahr nicht, um diese Produkte zu finden. Spoiler-Alarm, das eine Produkt bzw. die drei Produkte, warum ich eigentlich hingefahren bin, sind einfach nicht aufzufinden. Aber ich gebe nicht auf, um die günstige Alternative zu den Charlotte Tilbury Stiftdingern zu finden. Ich habe aber andere spannende Sachen gefunden, die wirklich extrem gut aussehen. Und da können sich meiner Meinung nach einige Marken was von abschneiden. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass die nächste Woche besser für euch wird. Ich war im Action und was da schon wieder alles an wirklich spektakulären Produkten aufgetaucht ist. Ich muss dazu sagen, ich bin erst so die Action-Maus, seitdem ich hier wohne. In Berlin gibt es, glaube ich, mittlerweile drei Action-Filialen. Die waren aber so weit weg von mir, dass ich da nicht mal eben hinfahren konnte. Jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus und ich weiß, dass viele von euch aus dem Westteil von Deutschland kommen und da ist Action ja wirklich wie eine Bäckerei. Und wir haben wirklich viele spannende Produkte und vor allen Dingen ein Produkt, extrem gespannt bin, diese unglaublich schöne Palette sowie günstige Alternativen zu Fenty Beauty. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, womit ich anfangen soll. Ich habe so ein bisschen Base schon drauf, seht ihr, glaube ich, und irgendwas. Was ist das? So ein bisschen Base habe ich schon drauf, denn viel mehr für die Base habe ich nicht gefunden. Es gibt im Moment, und die werden gehypt bis zum Umfallen, diese Contour, Blush und Highlight Wands von, ich glaube, auch Max & More. Sie sind irgendwie bei mir nicht aufzufinden und ich jage sie förmlich. Aber ich gebe nicht auf, ich habe meine ganze Familie beauftragt, in die Filialen zu gehen und zu schauen, ob es diese Produkte gibt. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe aber was anderes gefunden, was ich gerne probieren will. Und zwar von Fab Factory. Ich weiß jetzt nicht, ob Fab Factory. Doch ja, das gehört auch zu Max & More. Das heißt Max Brands. Das ist so eine Eigenmarkengeschichte, die vor allen Dingen die Eigenmarken für Action macht. Max & More. Und wir haben schon viele, wirklich viele spannende Produkte von Max & More gefunden. Es gibt aber etwas Neues. Und zwar sind es diese süßen kleinen Döschen hier. Ich habe sie in drei Farben. Wir haben die Farbe Peachy Dream, ein sehr, sehr schöner Peachton. Blushing Rose ist so ein bisschen pudrig. Und ein sehr intensives Pink. Und die heißt Creamy Nude. Finde ich ein bisschen schwierig, den Namen, weil das ist kein Nude. In keiner Welt, die wir kennen bis jetzt. Aber das sind Cushion Blushes. Oder Cushion, Cushion. Kissen Blushes. Und die haben so einen kleinen Stempel hier mit drauf, mit dem wir uns gleich so ein kleines Stempelchen auf die Haut drücken können. Das ist auch so beweglich. Es macht ein bisschen Lärm. Entschuldigt bitte am Mikrofon. Aber hier unten ist dieses Kissen mit der Farbe mit drin. Das sieht sehr gesättigt aus und ich würde vorschlagen, wir probieren erstmal diesen Ton hier. Ich gehe jetzt einmal rein. Ich will ein gleichmäßiges Herz. So sieht das aus. Das Problem bei diesen Kissenprodukten ist vor allen Dingen, wenn da wirklich Farbe mit drin ist. Bei Skintones ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil da blendest du es eh aus. Aber so ein Blush, den möchte ich ja recht punktuell haben. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ja, so ein kleines Herzchen kann man sehen. Und das blende ich jetzt hier einmal so ein bisschen aus. Okay, also man hat auch wirklich eine Sekunde Zeit, das Ganze auszublenden. Feedback jetzt schon. Ich bin nicht so ein Freund davon, wenn man, also von diesen Kissen. Aber die Textur ist krass. Weil du da immer rein und raus, dann kann ich doch auch eigentlich gleich mit dem Pinsel in das Produkt gehen. Was ich sofort sehe, und das hätte ich nicht gedacht, ist, dass es eine ganz wässrige Textur ist. Ich muss da jetzt einfach mal mit meinem Finger reingehen. Wahnsinn. Okay, ich habe mit was ganz anderem gerechnet. Das ist eher wie so ein Water Tint. Kennt ihr diese Maybelline in diesem Tübchen? Diese Blushes, diese Water Blushes. Das ist ein Water Blush, der. Also, der sieht ja super glänzend aus. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Ach, krass, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, das ist so ein matter, so P-Louise-Style. Sehr, sehr dick, sehr, sehr intensiv. Ich bin jetzt aber einfach mal mutig und gehe jetzt nochmal auf der Seite, hier oben, mit ein bisschen mehr rein. Und zwar dieser angeblichen Nude-Farbe. Okay, vorsichtig. Arbeitet mit euren Händen, ihr bereut es sonst. Und das setze ich mich hier oben mit drüber und ja, okay, das ist eine krasse Farbe. Also die ist deutlich, deutlich pinker und deutlich pigmentierter. Ich
muss jetzt nochmal hier so ein bisschen ausblenden. Aber die Textur ist großartig. Ich habe damit nicht gerechnet. Schaut mal, das ist ja richtig nass auf meiner Hand. Das ist kein Glow, sondern das ist Feuchtigkeit. Ich glaube, ihr könnt erkennen, was ich meine, ne? Wow. Und es hat die Foundation nicht abgenommen. Das wäre jetzt meine nächste Angst gewesen. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Max & More. Also, ich will ja nichts sagen. Ich will auch nicht gemein sein. Aber es gibt einige Marken in der Drogerie, auf die wir mittlerweile ganz gut und gerne verzichten könnten. Und dann lieber Max & More haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Ihr kennt mich ja, ich bin ja manchmal so ein bisschen voreingenommen, was Make-up-Produkte angeht, weil ich einfach schon sehr viel Erfahrung habe und bei vielen Produkten vorher immer zumindest gedacht habe, dass die eventuell so ein bisschen schwierig sein könnten. Auch bei diesem Produkt. Das ist natürlich schon recht eher wie so ein Gimmick, ne? Das ist recht kindlich, das ist eine Spielerei. Aber das Produkt am Ende des Tages, also das hier unten eigentlich, hat mich gerade vom Gegenteil überzeugt, weil das ist ein sehr, sehr schöner Ton. Ja, es ist ein lauter Ton. Ich finde persönlich diesen Peach-Ton einfach am schönsten, weil der so ein bisschen natürlicher aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also, der hat ja so einen leichten Touch Orange und der ist ein bisschen einfacher zu benutzen, weil du da nicht ganz so aufpassen musst. Jetzt gehen wir natürlich hier auch nochmal in diesen anderen Pink-Ton. Der ist sehr, 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 sehr pastellig. Geht 1:1 in diese schon fast bläulich-pink, in diese, kennt ihr diese Dior Blushes, diesen pinken, der ist ja vor 2 Jahren völlig viral gegangen, warum auch immer. Selbe Farbe, nur halt in Wasser basiert und sehr, sehr pigmentiert. Bevor wir zur günstigen Alternative von Fenty Beauty kommen, wollte ich beim Thema wasserbasiert bleiben und Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Und da gebe ich einmal kurz zu Maxim, denn der hat wirklich etwas, was seiner und meiner Meinung nach völlig unterschätzt wird. Guten Morgen, eine kleine Unterbrechung von Maxi mit frisch geschnittenen Haaren und ungeschminkt und bereit für den Tag. Es ist 7.03 Uhr und ich dachte mir, wir machen uns einmal ganz kurz fertig für den Tag und reden über die Pflege am Morgen. Denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass viele sich sehr stark auf die Pflege am Abend konzentrieren und alles Mögliche probieren und dann am Morgen aufstehen und einfach anfangen, sich zu schminken. Es gibt aber einen Weg, der für mich sehr, sehr gut funktioniert. Nicht nur, dass das Make-up schön aussieht, sondern dass die Haut auch wirklich gut versorgt ist. Und da rede ich eigentlich immer morgens von Feuchtigkeit. Und ihr wisst, dass ich schon sehr lange mit Asam Beauty zusammenarbeite und es eine ganz besondere Reihe gibt, die ich eigentlich jeden Tag vor meinem Make-up benutze, wenn ich nichts Dramatisches möchte, wenn ich nichts Aktives möchte, aber trotzdem die Haut mit Feuchtigkeit versorgen möchte. Und das ist die Aqua Intense Serie. Und das ist die perfekte Serie, um nicht nur mit Hautpflege zu starten, sondern auch, um vielleicht sich mit Asam Beauty so ein bisschen vertraut zu machen. Asam Beauty hat mittlerweile als Familienunternehmen sehr, 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 sehr viele verschiedene Reihen, wo man manchmal vielleicht so ein bisschen überfordert sein kann mit. Die Aqua Intense Serie ist meiner Meinung nach aber die beste, um einzusteigen. Oder einfach die beste, um das zu haben, was man eigentlich für den Tag braucht. Ich wollte euch nämlich was Kurzes zeigen. Es gibt nämlich 2 coole Sets, die ich euch gerne einmal vorstellen möchte. Unter anderem das Aqua Intense Pralle und Glatte Hautset mit diesen 2 Schätzchen. Und das hier ist schon die Geheimwaffe. Da kommen wir gleich zu. In dem Set habt ihr diesen riesengroßen Tiegel. 100 ml der Aqua Intense Supreme Hyaluron-Creme. Und ich sage immer, dass die Aqua Intense Serie die perfekte Einsteigerserie ist. Oder für die, die so ein bisschen vorsichtiger sein möchten. Die Aqua Intense Serie hat kein Parfum mit drin, man ist also nicht beduftet. Ist eine sehr, sehr milde Pflege, die aber trotzdem unglaublich viel Feuchtigkeit spendet. Ich habe jetzt extra mein Gesicht gerade gewaschen und ihr kennt das Gefühl, wahrscheinlich morgens ist die Haut immer sehr, sehr mitgenommen. Wenn ihr abends mit Actives gearbeitet habt, wie vielleicht einem Retinolserum oder vielleicht einem AHA, BHA, PHA Peeling, fühlt sich die Haut manchmal morgens so ein bisschen mitgenommen an und durch diese Aqua Intense Serie bringt ihr dieses, das ist wie so ein Schluck Wasser für die Haut und fühlt sich sehr, sehr gut an. Pro-Tipp, wenn ihr eine getönte Tagespflege haben wollt, ist die Aqua Intense Serie die beste Serie, um sich so eine BB-Cream selber zu machen. Eine kleine Menge reicht, das ist eine sehr, sehr schöne, milde Textur, ganz weich. Ich finde sie auch so ein bisschen kühlend morgens, gerade wenn man eine anstrengende Nacht hatte, ist das genau das Richtige für die Haut. Es gibt aber in diesem Set noch was anderes, was wirklich phänomenal ist. Ich habe jetzt nicht so viele Mimikfältchen im Gesicht, aber ich habe auch auf den Lippen und unter den Augen so ein paar kleine Fältchen. Und es gibt den Mimik Booster aus der Aqua Intense Serie. Das ist hochkonzentriert. Ihr braucht wirklich nur ein
ganz, 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 ganz kleinen Tropfen. Ein Tropfen reicht und das ist zur Reduktion von Expressionsfalten. Also ihr könnt euch das hier auf die Lippen geben, ihr könnt euch das unter die Augen geben, ihr könnt euch das, wenn ihr vielleicht Fältchen auf der Stirn habt oder hier um die Augen herum, das so ein bisschen auftragen und das macht das Ganze so ein bisschen entspannter und das Make-up funktioniert darüber. Es ist nämlich nicht so wie wie so ein Produkt, was ihr raufmacht und das dann so einen komischen Film bildet und ihr dann nichts oben drauf machen könnt. Einfach auftragen, kurz warten, Make-up drauf und ihr seid good to go. Gibt es natürlich auch das Dreier-Pflegeset und das ist eine gute, wirklich eine sehr, 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 sehr gute, solide Reinigungsreihe. Ich finde es immer ganz schön, vor allem morgens diese Dreier-Kombination zu benutzen. Auf der einen Seite haben wir einmal das Hyaluron-Reinigungsgel. Schaut euch bitte einmal diese große Verpackung an. 200 Milliliter, das hält. Vielleicht die Actives vom Tag davor abwaschen und mit ein bisschen Wasser aufgeschäumt, habt ihr schon fast wie so einen ganz milden Reinigungsschaum, der wirklich alles gut von eurer Haut wegnimmt, ohne, und das ist der Vorteil morgens, es ist wie eine Reinigung mit Wasser, nur ein bisschen gründlicher und gleich ein bisschen Feuchtigkeit spendender. Es gibt auch noch das Gesichtswasser, das kann ich jetzt nicht auftragen, ich habe ja schon eine Creme aufgetragen, aber auch das gibt nochmal diese Kombination aus Hyaluronsäuren mit in die Haut, bereitet die Haut schön für eventuell anschließende Pflege vor, könnt ihr natürlich auch abends benutzen, aber das ist so meine Dreiergeschichte für morgens. Schaut also gerne einmal bei Asam Beauty bei den Aqua Intense Sets vorbei. Alternativ kann ich euch wirklich die Retinol-Serie empfehlen. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Retinol-Serien, wenn man mit Retinol anfangen möchte. Diese Dinger hier, davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Die sind jetzt wieder von Max & More. Gehört auch zu Max Brands. Das sind aber Eyes, Cheek and Lip Sticks, die man für überall benutzen kann. Ein vielseitiger Stift, perfekt für einen natürlich wirkenden Rouge-Effekt auf Wangen, Augen und Lippen. Lässt sich mühelos mit den Fingern oder dem Pinsel auftragen. Die Verpackung? Kennbar. Fenty Beauty. Das Produkt drin sieht auch aus wie Fenty Beauty, von der Form zumindest her. Oben so ein bisschen abgerundet. Ich mag diese Dinger ganz gerne. Nicht nur, weil sie für unterwegs sehr, sagen wir mal, platzsparend sind. Ne? Also wenn ich mir überlege, so ein Ding in die Tasche, da weiß ich, es geht nicht auf, da weiß ich, da kann ich am Ende so ein bisschen rübergehen und habe so einen Hauch an Farbe. Wunderschöne Farbe. Ich swatch die mal. Ein schöner Orangeton und ein sehr intensiver. Ja, der ist schon fast so ein bisschen rötlich, ne? Krass. Da ist mehr Pigment, als ich antizipierte. Das müssen wir natürlich ausprobieren. Es passt jetzt natürlich ganz gut, dass ich hier auch zwei ähnliche Farben benutzt habe. Ich trage noch mal ein bisschen was auf meiner Hand auf. Ich sehe ein Problem hier. Das ist die Textur. Die ist nämlich so ein bisschen ölig. Deswegen bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig und arbeite mit dem Pinsel. Aber das mache ich generell sehr selten mit so Sticks direkt ins Gesicht gehen, weil ich dann einfach nicht so viel Kontrolle habe. Wenn ich das so ganz leicht hier rauf tupfe, auch dieser leichte Glanz. Hier bei diesen Kissenprodukten würde ich sagen, ist es eher ein wässriger Glanz. Hier würde ich fast sagen, ist es eher ein öliger Glanz. Das ist ja so krass pigmentiert. Es hält natürlich nicht, ne? Es ist kein Lippenstift. Aber wir gehen jetzt nochmal in die andere Farbe und setzen uns das ganz leicht hier oben rüber. Auch schön, ne? Gehe dann immer nochmal so ein bisschen mit der Foundation rüber, einfach damit ich nicht zu viel Produkt drauf habe. Ich kann euch ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen, was mir besser gefällt. Packaging natürlich hiervon, weil es einfach eine. Es ist weniger Verpackung und es ist platzsparender. Ich mag aber den Effekt auf dieser Seite ein bisschen lieber, weil der so ein bisschen glänzender aussieht und ein bisschen feuchtigkeitsspendender aussieht, als auf dieser Seite. Dort ist er natürlich etwas öliger. Ja, schaut mal, ne? Wenn ich auch den ersten Inhaltsstoff vergleiche, bei diesen Kissendingern ist es der erste Inhaltsstoff Wasser und bei diesen Sticks ist es Paraffinum Liquidum. Also ist nochmal was ganz anderes. Also es kostet ja wirklich nicht viel. Ich würde fast sagen, als Blushes würde ich diese Kissen benutzen, als Lippenprodukt oder vielleicht dann auch so ein bisschen auf die Augen. Ich mache das ja total gerne, ne? Das wisst ihr ja. Wenn ich finde das immer schön, wenn Make-up einheitlich aussieht. Wenn man denkt, oh, das sieht ja so mühelos aus. Auf den Lippen, auf den Augen, auf den Wangen dasselbe oder in der ähnlichen Farbkategorie, dann ist es ein bisschen angezogener als hier rosa, da lila, auf den Augen orange, dann siehst du aus wie ein Zirkuspferd. Krass, hätte ich nicht gedacht. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel Blush, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich gehe jetzt einfach nochmal mit ein bisschen Puder hier rüber
um das alles so ein bisschen zu fixieren. Man kann das natürlich auch mit einem anderen Puderblush fixieren, dann wird das Ganze deutlich länger halten. Ich vermute, dass diese Seite, die Kissenseite, deutlich länger halten wird, weil das Wasser sich mit der Foundation verbindet. Hier habt ihr eine ölige Textur, die eher so ein bisschen auf eurer Foundation drauf liegt und sich schneller abtragen wird als diese wasserbasierte Textur. Ansonsten beide Seiten aber wirklich spektakulär. Und das ist auch wieder der Beweis, dass es. Ich lese es immer noch häufig in den Kommentaren, was mich manchmal so ein bisschen verunsichert, weil ich denke, okay, ich mache das hier seit 6 Jahren und es gibt viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel Drogerie oder sehr viel günstiges Make-up zeigen und eigentlich wissen wir, dass viele Produkte mittlerweile sehr, sehr gut sind. Das ist nicht mehr 2015, wo du zu Teddy gegangen bist oder in den Euroshop und dann Sabrina Rudnick gekauft hast und nicht wusstest, hast du jetzt Acrylfarbe oder Foundation gekauft. Apropos Base, wir haben noch einen Highlighter und der ist anders, als ich dachte. Das ist der Highlight and Glow. Erinnert mich so ein bisschen, der hätte auch bei einer Rival Loves Me Kollektion mit dabei sein können. Er ist der Face and Body Highlighter mit 14,5 Gramm. Der sieht sehr, sehr metallic aus, ne? Also so ein bisschen schon fast silbrig, aber wenn du den swatcht, ist es was ganz anderes. Auch das habe ich nicht verstanden. Wenn du den so ein bisschen ausblendest, hast du einen sehr silbrigen Highlighter, der aber schon von der Pigmentgröße her sehr stark in Richtung Fenty Beauty Bomb geht. Ich habe ihn hier, der ist mittlerweile kaputt. Der ist, ne, kein Vergleich, aber ähnlich. Der Fenty Beauty ist von der Dichte her ein bisschen weniger als der von Max & More. Von der Pigmentfarbe her und vom Schimmereffekt aber sehr, sehr ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich. Ich bin ja nicht mehr so die Highlighter-Maus, was diese leuchtenden Highlighter angeht, so Dubai-Highlighter, aber punktuell diese Effekt-Highlighter mag ich ganz gerne. Deswegen setze ich mit denen jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen rüber, kann man gut über den Blush toppen und du hast sofort einen schönen Effekt. Was ich mit solchen Produkten immer ganz gerne mache, ist die punktuell wirklich auf die Nase oder über die Lippen setzen. Oder Tatsache auch einfach so ein bisschen auf die Stirn. Aber das ist dann eher TV- oder Kamera-Make-up als Alltags-Make-up. Aber das ist schon schön. Diese Diamond-Bomb-Dinger sind einfach nochmal was ganz anderes. Die kannst du nicht mit einem Highlighter vergleichen. Das ist eher, ich würde es eher schon fast, es klingt total cheesy jetzt. Ich würde es fast als Schmuckstück bezeichnen, weil du die so gezielt einsetzt, um einen Effekt zu erzielen. Ich war neulich im Dezember irgendwann, auf einer Veranstaltung und habe diesen Fenty Highlighter. Ich habe nichts drunter gehabt, hatte einen Sakko drüber und hatte demnach einen sehr tiefen Ausschnitt. Und dann diesen Effekt-Highlighter hier überall rauf und dann ist es dunkel und dann glitzerst du und du siehst aus, als hätte eine Fee dich einmal durchs Feenland gezogen und du wärst wieder zurückgekommen. Wunder, wunderschön. Kann man damit mit Sicherheit auch machen, mit einer leichten Hand, mit einem großen Pinsel, dann hast du einen leichteren Effekt oder wirklich punktuell auf die Haut. Jetzt, Freunde, wird es aber spannend. Es gab nämlich das hier und es ist neulich ein Video von mir ein bisschen viral gegangen mit dem Max & More Lippenstift in der Farbe Dusty Rose, Rusty Rose und ich liebe die Lippenstifte von Max & More. Jetzt gibt es dieses Set hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedenen Lippenstiften. Eye Candy, Instant Crush, Soft Teddy, Rosy Kiss, Wine Knot und Red Velvet. Packaging ist wirklich, wirklich süß für 5 € oder was das gekostet hat. Du hast halt immer recht viel Müll, ne? Das muss man schon sagen. Aber die Verpackung fühlt sich schon recht einfach an, ne? Also das ist die wirklich basic, basic, basic Lippenstiftverpackung, die du hast. Hier ist einmal die Farbe Soft Teddy. Super cremig und sehr pigmentiert. Riecht jetzt nicht. Da war ich ein bisschen skeptisch. Wir haben noch die Farbe Red Velvet. Die sieht ganz anders aus im Aufblick als im Swatch, ist wirklich ein Rot. Das sind so zwei perfekte Herbstfarben, wie ich finde. Wir haben Rosy Kiss, das ist, glaube ich, was für meine Mutter. Oh ja. Wine Knot, auch ein schöner herbstlicher Ton. Aber der ist deutlich, deutlich heller. Ist ein recht warmer Rotton, ne? Ich glaube, das sieht man. Der ist sehr, sehr kalt und der ist sehr, sehr warm da oben. Instant Crush ist ein sehr nudiger Ton. Sieht ein bisschen aus wie Pillow Talk. Und Eye Candy wird ein etwas kühlerer Rotton sein, ja. Ne, da sieht man den Unterschied ganz krass. Ne? Einmal sehr kalt und sehr warm. Okay, ich wüsste jetzt ehrlich. Wir gehen jetzt erstmal kurz ein bisschen reduzierter bitte rein, weil der Lidschattendruck wahrscheinlich schon gleich intensiv wird. Ich hänge im Moment sehr stark an diesem Plumping Lip Liner von Catrice. Der würde auch sehr, sehr gut hierzu passen. Ne? Dann bleiben wir jetzt erstmal ganz langsam und langweilig hier bei Instant Crush.
Na, auf den Lippen ist er ein bisschen. Gefällt mir jetzt in Kombination mit dem Lip Liner ehrlich gesagt nicht so. Deswegen gehe ich jetzt hier in Soft Teddy. Die sind schon schön, ne? Die sind schon fast so ein bisschen matt, sehen die aus. Fühlen sich aber ganz gut an. Wir lassen ihn jetzt einfach mal drauf. Also da hast du natürlich eine Auswahl an Lippenstiften. Da brauchst du im Prinzip nichts anderes mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich im Moment so in diesen Herbstlook stecke. Also die Lippenkombination ist großartig. Wir haben nämlich noch das hier, Freunde. Und als ich diese Palette gesehen habe, habe ich gedacht, warum schafft es eine Drogeriemarke nicht mal so eine Palette rauszubringen? Die schreit ja förmlich Morphe. Verschiedene Farben. Wir haben laute Töne, wir haben spannende Töne wie diesen Gelbton oder diesen Hot Hot Pinkton als Inner Corner Highlight vielleicht gleich. Aber auch dann ganz neutrale Töne, aber nicht so braun, braun und braun, sondern so ein schöner Senfton oder so ein Ocker, ein Senf, ein Backstein, ein Ferkelchenton, ein Lachs, ein Lila, also alles mit dabei. Und letzte Mal, als wir die getestet haben, waren die wirklich großartig. Heute machen wir mal. Ich möchte ja diesen Pinkton in den Fokus setzen, weil das jetzt schon sehr herbstlich wird. Deswegen bleiben wir gleich herbstlich und passen uns so ein bisschen hier an. Ne? Mein Shirt an. Dazu starte ich mit der Farbe Drama Queen und setze mir die in die Lidfalte. Also ich weiß ja wie, also ich sehe es ja, aber ich verstehe nicht, wie das sein kann. Das sind, wie viele Farben sind hier drin? 21 Farben. Freunde, das ist schon schön. Und auch sehr, sehr einfach auszublenden. Also ich setze ihn jetzt hier einfach nur punktuell hier hinten außen immer hin und dann blende ich einfach so ein bisschen mit dem Rest hier oben rüber, dass ich den Fokus immer wieder hier hinten habe. Das ist so eine Herbstpalette, aber du kannst auch trotzdem Frühlingslooks draus machen. Das sieht sehr gut aus. Vorne gehe ich in Dirty Martini, um hier ein bisschen helleren Blend zu haben. Und dann drehe ich den Pinsel um, gehe in die Farbe Fierce and Spicy. Es geht so ein bisschen ins Wärmere. Auch hier Fokus erst hier hinten. Oh, der ist sehr rot. Einfach platziert und dann ausblenden. Okay, krass. Also, das hatten wir ja neulich schon mal, wo ich so überrascht war von diesen Max and More Lidschatten. Schon unglaublich. Wir gehen noch eine Etage dunkler. Love Fixation. Der ist deutlich kühler. Oh, krass. Oh ja, der ist ja richtig dunkelmatt. Okay, da musst du vorsichtig sein, weil der schon fast cremig matt ist. Okay, damit habe ich absolut gar nicht gerechnet. Wir hüpfen in die Farbe Lively Party. Ein Schimmerton. Die Schimmertöne sind halt am krassesten von den Paletten. Also da, ich mache jetzt einfach mal, ne? Atelier Intoxicating und dann. Come on. Also, ihr könnt es jetzt nicht fühlen, ne? Aber die fühlen sich eins zu eins, nicht alle, aber einige fühlen sich eins zu eins wie die Creamy Shades von Natasha Denona an. Nicht alle. Mood Swing ist ein bisschen fester. Aber Rebel, die Passion sieht auch spannend aus. Ist so ein schon fast Duochrome-Lila, ne? Ja, hat so ein bisschen blauen Schimmer mit drin. Okay, ich war schon lange nicht mehr so freudig angespannt wegen einer Lidschattenpalette. Wir gehen nochmal in Mood Swing. Ja, also das ist die Woche der Cut Creases. Ne? Ich habe, glaube ich, diese Woche mehr Cut Creases in meinen Videos gehabt als im ganzen letzten Jahr. Und gehe noch so ein bisschen Party Season. Das ist ein matter weißer Ton, um die Kontur so ein bisschen zu verstärken. Ist jetzt natürlich wieder richtig langweilig geworden. Aber ich glaube auch, dass das einfach die Farben sind, die die meisten von euch im Alltag benutzen. Und auch auf die Entfernung, ne? Ein kleinen Pinsel, wir gehen in die Farbe Secret Admirer. Vielleicht so ein bisschen mit Weiß gemischt, dann ist es ein bisschen heller oder du setzt da nochmal einen Punkt Concealer hin. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit diesem Look. Du musst wissen, wie du die Produkte, vor allen Dingen diese Sticks benutzt, ne, die einfach durch die Textur so ein bisschen anders sind. Lidschattenpalette, großartig. Ganz tolle Lippenstifte. Ja, sie fühlen sich so ein bisschen matt auf den Lippen an, vielleicht einfach ein Gloss rüber und dann hast du nochmal einen anderen Effekt. Aber du findest, gerade wenn du jemandem ein Geschenk machen möchtest, für Make-up vielleicht, oder wenn du einfach selbst sagst, okay, du willst diesen Monat nicht so viel für teure Sachen ausgeben, weil die so tolle Qualität haben, lass es sein hier. Guck, hast du da alles, was du brauchst? Pink, neutral, ein bisschen bunt, ein bisschen warm, ein bisschen kalt. Was willst du mehr? Lippenstifte, top. Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Und nennt mir bitte eure Favoriten von Action-Produkten, die es aktuell gibt. Diese Puder, großartig, sind leider nicht mehr da. Und als kleine Erinnerung, schaut unbedingt bei Asam Beauty vorbei. Dort könnt ihr mit meinem Rabattcode natürlich auch noch ein bisschen was sparen. Größte Empfehlung von mir, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wie gesagt, ist die Aqua Intense-Reihe bzw. das Set. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.